Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Path of Exile. Nach wie vor sind wir auf der Suche nach der dritten Büste, weil wir ja irgendwie dieses untote Never Dying Ding irgendwie erledigen müssen. Und da sind wir hier quasi in diesem Handelsviertel gelandet. So, und da machen wir auch gleich weiter. Ich drei Schläge gebraucht. Was steht da Schönes? The Gem Gentile are an infestation. They are the Monkey King's fleas that drink of your lifeblood. Crush them in your work. Mensch, was hat denn der immer mit dem Monkey King? Da gibt's doch auch diesen Film mit, ich hätte jetzt fast gesagt Kevin Costner, aber ich glaube, das hätte Bruce Willis mir übel genommen. 12 Monkeys, genau, so heißt der. Jetzt weiß ich's wieder. Schöner Film. Kann ich da rein? Ne, kann ich nicht. So. Und dann gibt es noch einen Monkey King. Das habe ich nochmal irgendwo gehört. Das ist doch ganz oft irgendwie so diese... ich sag jetzt mal Kung Fu-Filme, oder nicht? Im Stil des Affen. Im Stil des Affen. Na, ist egal, das hat ja hier jetzt auch gar nichts mit zu tun. So, ich glaube, wir sind bald durch. Ne? Wird mal Zeit, dass wir hier die letzte Büste finden. So, komm, mach du mal weiter. Ist ja nett, oder? Oh, du willst aber mit mir lieber, ha? So, das hast du jetzt davon. Oh, die will ich aber. Die Reckoning Game. Das ist dieses Schild, das immer erscheint. Die ist richtig gut. Also das ist eine meiner besten Sachen. Gibt ja so ein paar Games, glaube ich, von denen kennt man sich nur ungern. Es sei denn, man findet wirklich was viel, viel Besseres. Komm jetzt hier. So. Was war das für ein Zauber? Ist sich unsichtbar gemacht? Ist aber gar nicht schlecht, mein Freund. Da habe ich nicht mit gerechnet. The corrupt shall fall. Ja, der ist gefallen. Also schade ist, dass sie das Spiel nicht langsam mal ins Deutsche übersetzen. Das wäre schon ein bisschen netter. Man muss schon mal ein bisschen mehr... Also mir geht das immer so, ich muss dann doch... Also wenn ich so englische Sachen viel verstehe, also kann ich schon irgendwie verstehen. Man weiß, ich sag mal, oder vielmehr, man versteht so ein bisschen die Bedeutung des Ganzen, aber ist doch ein bisschen anders, als ob man es auf Deutsch hören würde, ja? Finde ich. Also geht mir immer so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ups, die habe ich vergessen. Und das wäre natürlich, sag mal, da... Also man kann das super spielen. Oh, da geht's auch noch rein. Man kann das super spielen, also auch wenn man jetzt vielleicht das Englischen... Also... Ja, ich würde mal sagen, ich glaube sogar der Einäugige unter den Blinden, das wäre jetzt sogar noch ziemlich positiv. So gut Englisch kann ich nicht, aber das reicht ja, so ein klassisches Rollenspiel Englisch. Das habe ich dann doch noch schon irgendwie drauf hier. Ja, ich muss zugeben, ich glaube dieses Blitzdings, das könnte ich auch sein lassen. Man könnte da lieber irgendwas anderes einsetzen, was man vielleicht hin und wieder mal braucht. So. Naja, jedenfalls Englisch. Man braucht kein so super gutes Englisch hier, um das Ganze zu machen. Das finde ich so eigentlich gut. Das Spielprinzip ist relativ schnell verstanden. Ein paar Sachen gut. Ich sag mal, wenn man natürlich so sich Games oder so aussuchen will, dann sollte man natürlich schon mal gucken, was die denn am Ende bewirken. Ich glaube, hier ist nachher auch die Map zu Ende, ja. Ja, da müsste man natürlich schon mal nachgucken. Also da braucht man dann schon so einen kleinen Deutsch-Englisch-Übersetzer, glaube ich. Aber mit so ein bisschen Rollenspiel-Englisch kommt man hier eigentlich ziemlich gut voran. Finde ich jetzt jedenfalls. Also das ist, kann man da gut und locker spielen. So. Aber dann doch, deutsche Übersetzung wäre doch irgendwie
mal wünschenswert. So. Na? Zap. Mal nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich habe schon 30 von diesen Helmen mittlerweile. Ah, da ist noch einer. Ja, mir fehlt doch immer noch ein bisschen was. Fehlt mir jetzt schon noch hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und das muss ja hier irgendwo zu finden sein, was ich suche. Da ist die schwarze Garde, oder wer seid ihr? Oh, ich muss da ganz schnell raus. So, einmal ganz kurz Lebensenergie. So, und jetzt, Freunde. Wer seid denn ihr? Da ruckelt aber alles gerade ein bisschen hier. Na, mal gut, dass wir Heiltränke haben. Ich sollte ja nicht mehr so viel mit dem Blitzschaden machen. So, damit geht es einfach ein bisschen leichter. Du bist der, der mir das hier so schwer macht, oder? So, jetzt brenne ich leider noch, aber das ist auch ganz schnell vorbei. I am no beast of burden. Das brauche ich auch nicht. Das war so eine unsterbliche Räuberbande, oder was war das jetzt? Also die lassen sich immer ein bisschen was einfallen hier. Kann man nicht anders sagen. So, wir nehmen natürlich jetzt nur das mit, was wir auch brauchen können. Oh, 203. Die kann ich natürlich jetzt nicht mitnehmen. Ich muss. Es geht nicht anders. Ich muss einmal eine Portescroll. Ich habe aber auch verdammt viele davon. Man merkt schon, ich setze die nicht mehr ganz so oft ein, finde ich. Ja? Also da könnt ihr mir ruhig mal ein Lob in die Kommentare schreiben, dass ich nicht mehr ständig alles mitnehme. Ich finde, das kann man auch mal so in die Kommentare schreiben. So, und schon ist der Muster auch weg. So, und die packen wir da auch mal mit rein. Und zack und weg. Und ganz schnell wieder zurück. Und rumsch. Sonst nimmt mir da noch einer meine Sachen weg. So. 203. Damit ist die besser als meine. Eindeutig. Die hat aber nur ein. Das muss ich natürlich noch ein bisschen aufpimpen, weil meine hat 217. Na, so viel besser ist sie gar nicht. Aber da ist, die ist hier noch ausbaufähig. Was haben wir denn hier noch schön? Iron Graves. Ne, das brauchen wir alles nicht. Double X. Brauchen wir nicht. Und brauchen wir auch nicht. So, und ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich so sind. Ist aber auch Banane. Jetzt suchen wir uns einen schönen Breakpoint. So, und ich fände, ein schöner Breakpoint wäre, wenn wir hier diese Karte abgeschlossen haben. Und die letzte Büste gefunden haben. Und vielleicht verrät uns dann auch mal jemand. Oh, die geht ja noch weiter. Mensch. So, wir sind ja aber noch nicht überall gewesen. Also hier wartet mich doch noch. Da ist. Einer bleibt immer über, ne? Verrückt. Einer bleibt immer über. Der will immer nicht krepieren. So, ich war doch aber auch hier noch nicht überall, oder? Doch, hier war ich schon. Ganz eindeutig. Da komme ich nicht durch. Ich habe so meine Spuren hinterlassen. Die kann ich ableveln, weil ich Level 31 dafür sein muss. So. Der nächste Level, der steht auch schon wieder an. Und da kann ich nachher auch wieder Skillpunkte in meinem Skilltree, in meinem Passive Skilltree. Oh, von beiden Seiten. Das ist aber nicht nett. Da hole ich mir noch glatt mal ein bisschen Hilfe. So, mit dir werde ich jetzt noch fertig. Das sah gerade ein bisschen cool aus, deswegen habe ich so, musste ich so lachen. Na, nö.
das aber auch. Die Karten werden aber auch immer größer, habe ich so einen Eindruck hier bei Path of Exile. Freunde. Wenn das so weitergeht, dann muss ich hier bald echt meine hier. Also ich sag mal, dann muss ich die Folgen echt, das muss ich das so machen, dass ich hier eine so eine Karte, dass ich zwei Folgen dafür brauche, so eine Karte zu erforschen. Oder ich muss was rausschneiden. Das wäre natürlich sonst auch noch zur Not. Oh, den will ich mitnehmen. You there. A moment of your time. Oh nö. Du fehlst mir jetzt aber gerade auch noch. Na komm, erzähl, was willst du? Yet as luck would have it, our latest loose thread remains. Ja, kill this selfish malcontent and do it with all possible speed. Though they have deeply disappointed me, I still rather like this particular villain. Make it. Alles klar. Genau, was mich immer ein bisschen nervt, ist, dass die einen halt weiter angreifen, ne? Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man sich da nicht zur Wehr setzt. Da seht ihr auch schon, also die machen ja schon Schaden. The Marketplace, aber ich will doch gar nicht zum Marketplace, oder? Ich muss doch hier im Warehouse District, da bin ich doch jetzt gerade. Hier musste ich doch irgendwie die dritte Büste finden, oder war das nicht so? Painflay. Ah, die haben auch noch viele. Mensch. Oh, hat sich gar nicht gelohnt. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Muss doch direkt mal gucken. Travel to the Market Servers. Achso, da muss ich Market District, klar, alles klar. Und da finde ich dann auch die Servers, würde ich mal sagen. So. Und da ist nämlich auch schon mein Ziel. Jonah, glaub mal nicht, dass du so schnell mit mir fertig wirst. So, die nehmen wir erstmal mit. Und dann gucken wir mal, was hast du denn sonst noch so Schönes. Nur irgendwelche schönen Sachen da, die ich brauchen kann. Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Portal-Scroll nehmen wir mit. Na, ist ja nicht wirklich was, was ich jetzt brauche. Oh, das nehmen wir mit. Den wollen wir haben. So, die will ich auch nur deswegen so gierig haben, weil ich noch gar nicht weiß, was ich damit mache. Ich habe mir die noch nicht genau angeguckt. So, ich glaube auch, dass hier gar nicht mehr viel sein dürfte. Ein Monster, ja, Gott. Wo auch immer du dich rumtreibst, eines Monster. Bestimmt hier drinne. Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Gut, aber der kann jetzt auch bleiben, wo er ist. Ne? Einen verschonen wir. So, jetzt wollen wir uns einmal hier kurz Belohnung abholen, die wir nicht kriegen. I do like a tidy ending. It seems that we might continue to be useful to. Even the finest thread cannot comprehend the tapestry to which it is bound. It is time. Genau. So, und dann gehen wir jetzt zum Marketplace. Also hier ist der Marktplatz. Also mir scheint, das ist eine alte, versunkene Stadt. So sage ich das jetzt mal. Also hier, dieses Wahl-Encampment. So. Da geht's zu den Severs, da sollen wir eigentlich hin. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie groß, da gibt's ein Notebook gibt's hier. I write this now in hope that someone will remain. Someone may remember. Ja, dann schreib mal. Also er hat das aufgeschrieben in der Hoffnung, dass sich jemand erinnert. The air reeks of anguish. San has plunged into nightmare. Also das ist die Stadt hier, San, denke ich mal, heißt die, ist in einen Albtraum verwandelt worden. As writhing red tentacles grow from his face, as if his eyes had been seeds waiting to sprout. He is quiet now. Ah, die verwandeln sich alle so ein bisschen. Kann ich hier, oh, ich kann hier auch weiter. Also hier gehen die so ein bisschen alle so ein bisschen auf sich los, so wenn ich das hier mal so richtig sehe. Also alle werden verrückt. So. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab.
weil ich suche hier natürlich jetzt einen gelungenen Breakpoint. Und ich hatte jetzt eigentlich tatsächlich gehofft, dass ich hier ein Portal finde. Oh, jetzt kann ich hier natürlich auch ableveln. Dass ich hier irgendwo... Weil es wäre mal wieder Zeit für ein Portal. Ashwalker. Also hier kann ja eigentlich gar nicht so viel sein, ne? Auf dieser Map oder was. Alter, was ist hier denn los? Sogar die Statuen werden hier zu Leben erweckt. Also das dürfte ja jetzt eigentlich nicht ganz so groß sein. Der hatte vier Sockel. So, mit sowas werde ich ja noch leicht fertig. Wenn der jetzt erweckt, der hier nicht. Warum das denn nicht? Bin ich als Gegner etwa nicht gefährlich genug, oder was? Nö, also der Marketplace, der ist nicht so groß, scheint mir. Scheint mir vielleicht aber auch nur so, weil irgendwie geht es hier hinten weiter, oder? Von wegen, der ist nicht so groß. Tala Moana, Warrior. Oh. Das ist ja Haku. Aber da steht hier nächstes Mal vielleicht nicht mehr. Also werden wir Haku. Ja, okay, komm. Zapp. Machen wir auch noch. Weiß ich gar nicht. Hakus blöd. Und nun muss ich den Weg rausfinden. Das ist mal eine ganz andere Aufgabe. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier war. So. Sollte mir also auch nicht ganz so viel Zeit lassen, habe ich so den Eindruck. Hier läuft alles so ein bisschen gegen die Zeit. Ich muss jetzt hier wohl einen Ausgang finden. Kann auch einfach weiterlaufen, oder was? Ah, glaubt man nicht. So schnell geht das nicht. So schnell werden die mich hier nicht los. Ja, ich muss eigentlich nur den Ausgang finden. Von denen müsste ich mich ein bisschen fernhalten, weil die mich verlangsamen. Und ich habe das scheinbar ziemlich eilig. Und ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie so in die Ecke gedrückt werde, dass ich nicht mehr hier rauskomme. Oh, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Ne, wir haben das ganz gut hingekriegt. Also wir haben hier noch ein bisschen Zeit für so ein paar Abenteuer-Erfahrungspunkte. Ey, okay, komm, geh mal zum Marktplatz, bevor das schief geht. Ja, Haku, wir haben es geschafft. I was right to place my trust in you, Warrior. Das ist, wie gesagt, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Das war beim letzten Mal auch schon. Das ist ein bisschen nervig, wenn man so mit den Meistern spricht und gleichzeitig trotzdem die Gegner noch auf einen gehen. Aber ganz schön widerstandsfähiger. Also wenn man schon so einen Namen hat. So, Markus. Der ohne Gesicht, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ein Starf brauche ich eigentlich nicht. No beast of burden. Ich habe mal wieder voll. Also das ist wahnsinnig groß, wie groß die Dungeons hier werden. So, und da... habe ich. Hier habe ich dann einen Wegpunkt. So. So, hier ist der Wegpunkt. Und ich denke mal, das ist ein super Zeitpunkt für einen Break. Und den mache ich an dieser Stelle auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, die Folge ist nicht zu lang geworden. Ich gebe mir Mühe, dass sie das nächste Mal vielleicht wieder ein bisschen kürzer wird. Ich habe auch heute ganz große Schwierigkeiten gehabt. Also irgendwie mit der
mit dem Zeitgefühl, wie das manchmal so ist. Das kann jetzt gut gewesen sein, das kann auch schlecht gewesen sein. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß an der Folge. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat und gerne möchte, vielleicht für die Zukunft, der darf natürlich gerne auch ein Abo machen. Ich habe noch ein paar davon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.